Bei unserem ersten Thema aber geht es jetzt um einen ganz besonderen, unfassbaren Schatz, das Gold der Etrusker. Nahezu ganz Mittelitalien beherrschten die Etrusker, bis sie von den Römern vertrieben wurden. Und obwohl einst reich und mächtig, liegt vieles aus ihrem Leben noch immer im Dunkeln. Ihr Alphabet zum Beispiel konnte zwar entziffert werden, aber bisher sind nur 200 Worte ihrer Sprache übersetzt. Eines allerdings wissen wir ganz genau: Die Etrusker verstanden sich meisterhaft auf das Handwerk des Goldschmiedens. Geheimnisse und Legenden umgeben noch immer das Volk der Etrusker, das vor 2500 Jahren ganz Mittelitalien beherrschte, von der Po-Ebene bis nach Salerno. Uneinig sind sich Wissenschaftler nicht nur über die genaue Herkunft dieser antiken Hochkultur, auch ihre Sprache, ihr gesellschaftliches Leben und ihr Brauchtum blieben bis in die heutige Zeit weitgehend unbekannt. Die Götter selbst, so heißt es, hätten die Etrusker in die Kunst des Handwerks eingewiesen. Doch vermutlich lernten sie von den Phöniziern die Grundtechniken der Metallbearbeitung und brachten es darin zu unerreichter Meisterschaft. Es war vor allem ihre hochentwickelte kunsthandwerkliche Fähigkeit, die den Etruskern zu Macht und Einfluss verhalf. Von den Phöniziern stammt auch das Gold, das damals zwar weniger wert war als Eisen, für die Etrusker aber auch eine religiöse und kultische Bedeutung hatte. Deshalb wohl schien es etruskischen Kunstschmieden wichtig zu sein, bei der Goldbearbeitung ein Höchstmaß an Vollkommenheit zu erreichen. Wie es ihnen allerdings gelang, mehr als 100.000 winzige Goldperlen mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter neben hauchdünnen Goldfäden auf der Oberfläche eines einzigen Schmuckstückes zu befestigen, darüber zerbrachen sich Wissenschaftler lange ergebnislos den Kopf. Das Auflöten so winziger Goldpartikel schien unmöglich, denn die dabei entstehende Hitze hätte das Gold selbst schmelzen lassen und die feine Struktur aus Goldkörnchen und Fäden zunichte gemacht. Namhafte Goldschmiede und Wissenschaftler experimentierten immer wieder mit unterschiedlichen Techniken. Die Resultate aber konnten nie wirklich überzeugen. Doch jetzt scheint dieses Rätsel gelöst zu sein. Ganz in der Nähe von Civita Castellana, einer der ältesten Städte Italiens, lebt ein Mann, der dem handwerklichen Können seiner etruskischen Vorfahren schon seit Jahren auf der Spur ist. Mehr als experimentelles Labor denn als Werkstatt versteht der 33-jährige Goldschmied Andrea Cagnetti sein Atelier, in dem er nächtelang alte Schriften und Zeichnungen studierte. Sein Ziel? Die im Lauf der Geschichte verloren gegangene Perfektion filigraner etruskischer Techniken wieder lebendig werden zu lassen. Als alchemistische Meisterleistung der Neuzeit. Er habe sich eigentlich, sagt Andrea Cagnetti, mehr für die Archäologie als für Gold interessiert. Das sei am Anfang nur Nebensache gewesen und wurde erst später zu seinem Beruf. Die besondere Fähigkeit der Etrusker habe darin bestanden, die Goldpartikel auf dem Schmuck zu befestigen. Filigrantechnik sei eigentlich nichts Besonderes und werde auch in der modernen Schmuckherstellung angewendet. Die Frage war nur, wie konnten die Etrusker mit primitiven Techniken die Partikel befestigen und warum erreichen wir in unserer hochtechnologischen Zeit nicht dasselbe perfekte Resultat? Je nach Größe der Goldkügelchen, mit denen er seine Schmuckstücke belegen will, schneidet Cagnetti dünnen Golddraht in Stücke oder feilt Goldstaub von einem Barren. Die feinen Goldpartikel streut er dann auf eine Schicht vorgebrannter Holzkohle und erhitzt das Ganze in einem Schmelzofen. Temperatur und Dauer bleiben streng geheim. Die Kügelchen, die bei diesem Prozess entstehen, muss Cagnetti anschließend wieder von der Kohle trennen. Ein mühevoller Prozess, dieses Goldwaschen. Fingerspitzengefühl, ein gutes Auge und 10 Siebe mit unterschiedlich feinen Maschen helfen Cagnetti, die Körnchen nach Größe zu sortieren. So ähnlich haben das wohl auch die Etrusker gemacht. Das eigentliche Geheimnis aber liegt in der Mixtur, mit der Cagnetti die Kügelchen auf dem Schmuckstück befestigt.
Was genau darin enthalten ist oder wie er sie herstellt, will er niemandem verraten. Nur so viel. Die Inhaltsstoffe sind natürlichen, teilweise pflanzlichen Ursprungs und waren auch für die Etrusker einfach zu beschaffen. Mit Hilfe dieser Flüssigkeit kann der Goldschmied die Kügelchen nun wie Farbe auf der Oberfläche auftragen und dann beliebig zu Ornamenten verschieben. Erst während eines abschließenden zweiten Brennens, bei dem die Temperatur unter dem Schmelzpunkt des Goldes liegt, entfaltet der Etrusker-Klebstoff seine endgültige Haftfähigkeit. Es scheint, als käme das Licht von innen, schwärmten schon die Römer beim Anblick etruskischer Schmuckstücke. Und das trifft auch für Cagnettis eigene Werke zu. Faszinierender noch als das Ergebnis selbst ist allerdings die Erkenntnis, dass Hightech für den Fortschritt mitunter gar nicht notwendig ist. Manchmal reicht schon ein gedanklicher Ausflug in die Vergangenheit, um wissenschaftliche Rätsel zu lösen und wiederzuentdecken, was irgendwann verloren ging. Die hochentwickelte Kultur der Etrusker dürfte sich da noch als wahre Fundgrube entpuppen.